So. Und dann wollen wir weitermachen, ne? Sehr schön. So, willkommen nochmal zu The Evil Within. So. Ey, wie kann der an mir vorbeilaufen? Ich fass es nicht. Ja, würde ich jetzt auch sagen, Mrs. Lair. Würde ich jetzt auch sagen. Ey, Einhörner, ey. Mann. Aber meine Flasche steht jetzt auf dem Einhorn-Ding drauf. Damit ich es nicht sehen muss. Also. Oh. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Eigentlich musst du nur da unten da rausziehen und das war's. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Nein, nein, ich hatte ja zu Slayer gesagt, dass ich den Titel so nennen werde, wie er es letzte Woche vorgeschlagen hatte. Also ich kann mir nur vorstellen, dass Paul noch dran schuld ist. Mit den Einhörnern. Dankeschön, Max. Dankeschön, Max. Grüße dich nochmal. Wie geht's dir? So. Ist hier irgendjemand? Hallo? Oh nein. Nicht schon wieder sowas. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, das wäre irgendein Gerät. Ja! Bück fester! Solltest mal zum Hautarzt damit. Ja, alles gut, Max, alles gut. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Oh ja. Ja. Kann ich ihn nicht gleich erschießen? Wir wissen doch, er wird mir definitiv in den Rücken fallen. So wie andere Leute. Mal schauen, wie die Bots heute sind. Mhm. Alter, der hat schon wieder... Ey, ich fass es nicht. Ich glaube, ich muss meinen Bot abschalten, ey. Dankeschön, der war brav. Lalalala. Okay, da sind wir voll. Sind wir auch voll. Ist klar, erstmal Betsy nachladen. Meine über alles geliebte Betsy. Wir müssen weiter. Ich komme. Ja, hallo, geh doch. Wie, nicht im Bettchen aufwachen? War die Alte nicht gerade hinter mir? Wow! Hä? Aber geht das hier nicht irgendwo zu den Ups. Zu den Schließfächern? War das nicht hier irgendwo? Oder muss ich sie erst darauf ansprechen? So, links rum? Okay.
Okay, die ist zu. So, so, da wollen schon wieder einige mich beklauen. Ich fasse es nicht. Werde ich erstmal kurz gucken wegen Lesen. Ja, weiß ich. Ich wollte bloß nur schnell lesen. Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spitze des Eisbergs. Patienten der Bacon Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht wurden. Niki ist einer so davon, ne? Hier nix? Okay. Gut. Also, dann gehen wir nochmal zurück. Einen Schlüssel haben wir ja, das weiß ich. Ich hab ja schließlich die Ratte getötet. So. Enemene. Ja, genau, hier. Ja. Ach, guck mal an, ich kann Betsy-Munition jetzt mitnehmen. Ja, und das auch noch. Ja. Hirnsuppe! Mega! Habe ich noch einen Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Mit Glück gibt es 10.000 Gehirnsuppe. Echt? Krass. La da 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 da. Könntest du vielleicht mal ein bisschen schneller gehen? Aber wieso bin ich denn jetzt nicht eigentlich im Bettchen aufgewacht? Hat Mrs. Slayer noch nicht sauber gemacht oder das Bettchen für mich gemacht? Ab auf den Folterstuhl. Zwei noch Arena. Warte mal, helfe ich mal kurz. Brauchen wir nur noch einen für Arena. Da. Wups. So, Lebensanzeige. Kostet 5.000. Was macht die Betsy? Schadensmultiplikator, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit wäre ja nicht schlecht. So, Nachladegeschwindigkeit, sehr schön. Kritisch erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegner durch einen Kopfschuss. Mit einer Schrotze. Muss aber ziemlich dicht dran sein. Streichhölzer, Schrotflinten, Munition. Nein. Fitness erstmal. Das wäre mir sehr recht. Tschung. Hirnmus. So, Wirkung. Oh, Alter. 9000? Really? Nee. 10.000 dafür? Hätte ich 130? Nö. Was haben wir hier noch? Spannungsgeschwindigkeit, Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Entschuldigung. Ja, okay. Nachladegeschwindigkeit können wir definitiv bei dem Bogen noch machen. Nachladegeschwindigkeit. Oh ja, komm. 5 für 500. Noch ein Tausender. Komm. Geht da schon mal ordentlich fix. So, bei Betsy, Feuerrate, Crit würde ich gerne machen. Oh, Schatz, bist du schon wieder zurück? Also schon zu Hause? Bist du geflogen? Oder wollte Beast nach Hause? So, Crit. Nochmal schön Crit machen. So ist ordentlich. So, setzen wir hier noch... Ein auf 6. Habe ich noch 4.300 und mehr gebe ich nicht aus. Kann ich nämlich jetzt nochmal hinten zu den Schränken. Und mir noch den Rest holen. Ihr habt dir schon mal gesagt, du sollst unterwegs nicht schreiben. Du fährst Auto. Ich weiß, es ist egal, ob ich sage oder nicht, du machst es trotzdem, ja. Ei. Oh, Slayer und Locker haben mich beklaut. Schämt euch, ab in die Ecke. Ach nee, macht ihr ja sowieso nicht. Ihr habt ja nur runde Ecken.
Für eine Kugel? Echt jetzt? Ich muss definitiv Kapazität erhöhen. Nochmal nachgucken, wie viel das ist. Ja, bei uns heißt das ja jetzt mittlerweile in unseren Straßenverkehrsordnung von elektronischen Geräten. Nicht mehr spezifisch Handy oder so, sondern elektronischen Geräten. Wurde, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr geändert. Slayer, weißt du da genaueres? Ich bin der Meinung, es war letztes oder vorletztes Jahr. Da wurde das geändert. In die Arena. Wer hat gewonnen? Boah, Mrs. Slayer! Mrs. Slayer? Boah, wie böse! Oh. Nur noch Freisprecheinrichtung. Ja, ja, wirst noch gebraucht? Nee, keine Ahnung. Okay, hätte ja sein können. Boah, Mrs. Slayer schon wieder. Richtig bestimmt wieder von hinten, ne? Und dann mit dem Knüppel und dann so... Patsch. Hast du zuerst Niki platt gemacht, ne? Weil Niki und ich meistens Rücken an Rücken kämpfen, bis er mir dann in den Rücken fällt. Arschloch. So. Jetzt muss ich da nochmal hinlaufen. Wieso kann ich ihn nicht abkürzen? Ist doch scheiße. Versuch mal einen Schlumpf zu treffen. Ja, ja, das war mir klar. Wenn dann nur noch wir beide da sind, dann fällst du mir in den Rücken. War mir sowas von klar. So, Dante, mir ist meine Kontaktlinse runtergefallen. Ah! Ja, ja. Ja, ja. Aber ich finde das scheiße, dass ich hier nicht laufen kann. Oh. 6-6. Sehr schön. Lohnt sich. Der Panda wird gleich leiden. Oh, Mann. Ja, natürlich, Niki, sollst du mich gewinnen lassen. Naja, in dem Spiel darf ich eigentlich gar nicht gewinnen. Der Panda wird gleich leiden. Ey, Slayer, heute mal kein Handbetrieb. Entschuldigung. Wieso kann ich jetzt durch den Spiegel hier nicht zurück? Hä? Muss ich extra wieder diesen anderen Spiegel nehmen? Ja, sag das doch. Habe ich doch, Niki. Habe ich doch. Wie häufig soll ich es denn noch sagen? Ah. So, wo war jetzt dieser Spiegel? Ist das scheiße, Mann. Niks Spiegel? Muss ich jetzt in meine Zelle gehen? Dafür, dass der nicht läuft bei der Sache, finde ich das voll scheiße. Er schläft heute draußen, wenn er wenn er so weitermacht. Womit macht er denn weiter? Dass er an sich selbst rumspielt? Eskula betreibt? Koitus mit sich selbst? Was weiß ich, dass das nicht geht, Niki? Erklärung? Ich weiß, dass so einiges nicht geht. Wahrscheinlich passiert hier noch was. Ja, sie steht ja dort. Ich kann die Tür nicht öffnen? Okay. Könnte fast ein Lied werden. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Oh, mir gefällt ihr Rock. Da sind blutige Hände drauf. Warte mal, gibt's sowas nicht auch als Hose? Ich komm hier... Och, Mann! Du blöde Nuss, ich will hier raus. Ich will weiter töten. Blut spritzen lassen. Verderben bringen. Lass mich los, lass mich los. Hallo, ist hier jemand? Gut.
Der kommt gut. Gleich. Wollen wetten? Gut. 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 Hey, der Irre! Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Wieso laufe ich rückwärts? Ach, jetzt geht's wieder? Really? Das hätte ich mal vorher wissen müssen. So, dich gewinnen lassen. Der Herr der Spiele würde das Verbieten? Vicky, nicht bayerisch. Nicht bayerisch. Leslie, genau, Leslie. Ohne mich, wie gemeint. Ach, Schatz, du weißt doch, ohne dich würde ich gar nicht anfangen. Aber hier in dem Spiel kann ich nur alleine. Aber du guckst ja zu. So, jetzt ist wieder Farbe. Ja! Und live. Mit Bild und Ton. In Farbe. Ah. Verbieten. Achso, verbieten. Ah, Niki, du und dein Bayerischte. Ich finde das schon irgendwie krass, ne? Und das fällt bestimmt keinem Kollegen auf oder so, ne? Du gehst in einen Spiegel rein, kommst voll verbessert wieder, ne? Hast dann Ständer, der 380 ist. Und kannst damit zuschlagen. War jetzt keine perverse Anspielung. Ja, aber ihr unterhaltet euch doch so, als ob es ein Tippfehler wäre, Niki. Achso, deswegen geht der Spiegel wieder. Holt mich aus diesem Ding raus! Nein, ertrink! Warte! Wieder eine Falle. Da! Oh, wer hat da ein Messer? Die werden dir doch gar nichts tun. Du bist doch da drinnen. Kannst du wenigstens ersaufen. Joseph. Moment. Fußkratzen. Okay, im Spiel ist es erlaubt. Okay, sehr schön. Danke schön, Schatz. So, Cam, erstmal wieder anschalten. Bei dir alles gut? Fuß ist gekratzt. Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Ich habe keine Lust, runterzukommen. Warte, ich komme. Ich finde das hier oben sehr kuschelig. Der hat eine Rolle rückwärts gemacht. Digga, hinter dir? Viele von den Dingern sind das. Das wird langsam hart. Wo denn? Was denn? Wo ist denn hier noch einer? Geht da lang. Achtung, die haben Dynamit. Ja, scheiß aufs Dynamit. Ich muss hier... Oh, ich komme hier noch nicht mal durch. What the hell? Tick, tick, boom, ohne mich. Ja, kann ich jetzt da langlaufen? Ich weiß nicht, der müsste doch eigentlich vollgepumpt sein mit Adrenalin. Och. Kann die auch sterben? Sebastian, sie sind über uns. Ja, ist doch schön, dass die über uns sind. Dann kommen sie doch auch irgendwann runter. Hallo, jemand hier? Hab ich schon. Ja, lass sie schießen. Hä? Erst reagiert er nicht und dann schießt er doppelt? Ja, mach Bumm! Mach Bumm! Ja, geil!
Auf was schießt denn der? Achtung, die haben Dynamit. Oh, ein Dynamit-Junkie! Ja! Oh, weg. Hui! Alles? Da ist noch was in der Nähe. Es kommen noch mehr. Ja, ja, lass mich erstmal hier aufsammeln. Oh, toll, Clowns. Oh, ich bin so schön voller Blut. Oh, oh, darf ich das aufheben? Oh, scheiße. Oh, Mann. Oh, das war mal ein Gesicht. La da 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 da. Guck, guck. Ah, tschüss. Oh, fuck. Ich hab gedacht, er schießt auf ihn. Kidman braucht Hilfe. La 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 la. Ah, da da da. Das war knapp. Das wird langsam hart. Bei mir wird auch irgendwann was hart. Warum muss ich den jetzt heilen? Wieso kann ich ihn heilen, aber er mich nicht? Es muss noch ein Bedienfeld geben. Was ist los? Oh Mann, da ist noch genügend Platz. Die wird schon nicht draufgehen. Ich gehe. Was soll ich tun? So, okay, im Spiel in Afrika. Rette sie, hehe, und lass Joseph zurück. Okay. Später kommst du da rein. Erst töten alle. Ja, geht auf Zeit. Bei mir ist schon was hart. Ich will nicht wissen, Alter, wie deine Kackwurst ist. Da, 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 da. Ich hoffe, jetzt komme ich da rein. Ja, es ist auf. Aloha! Der sieht gar nicht mehr gut aus. Nabens, die Herrschaften. Ihr werdet auch noch alle sterben durch meine Hand. Ich würde es hoffen. Oh, hi Arschloch. Es muss noch ein Gegenwert geben. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Oh, Joseph, halt die Fresse, sonst töte ich dich gleich. Schau aufs Bedienfeld. Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Bist du okay? Oh, wir spielen Tic-Tac-Toe. Joseph, Kidman. Keine Ahnung. Eine stinkende Angelegenheit, Niki? Herunter. Hier gibt's bestimmt noch irgendwo Loot. Hey, wo sind die denn hin? Kann ich das aufschießen oder so? Echt jetzt? Dann fängt sie wieder von vorne an? Oh Mann. Ich hab den Schlüssel! Da sind noch zwei Kisten. Tatsächlich. Danke, Slayer. Man boxen können. Mann. Oh, wieso muss der denn immer so lahmarschig da reingehen? Hallo? Oh, Mrs. Slayer, hören Sie jetzt endlich mal auf, den Vogel zu knutschen.
Lichter aus, dass da noch was drin ist. Arena-Kontrollpunkt, okay. Oh ja, fang jetzt schon an zu stöhnen, Digga. Hab keine Zeit für Dante 2. Guck dir zu, Dante. Suchst du deinen Mann dabei? Haltet durch, ich komme. Ja, ich komme gleich runter. Muss erstmal Loot aufsammeln. So Hirnsuppe. Rote Kiste? Hab keine rote Kiste gesehen. Da am Waschbecken? Gucken wir mal. Nein, Fass. Das ist ein Fass. Ein Bum-Bum-Fass. Oh, guck mal, Suppe. Danke. Oh, Mrs. Leia ist AFK, das heißt, sie macht Essen. Dann haben wir genug. Wieso habe ich immer noch seine Lebensanzeige? Der Arsch kann auch sterben. Mich die ganze Zeit zu nerven, ey. Pass auf, hinter dir. Da kommen noch welche. Oh, rette mich. Was ist das denn? Eine Arschkrampenwaffe? Eigenschaften, Schockbolzen. Du liebst Hirnsuppe, okay. Schockbolzen, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust. Der getroffene Gegner mit einem Stromschlag in Schach hält. Er kann am Boden an Wänden und sogar auf Gegner platziert werden. Aha. Arschkrampengeschoss. Gut. Ja, hier liegt noch eine Axt. Mit der Axt sieht das viel, viel cooler aus, wenn du das machst. Als da irgendwie in die Luft zu boxen, schlagen, wie auch immer. Wie lang ist denn der Text? Okay, erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese 10 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Ich kann den ganzen Text gar nicht lesen. Nochmal Happy Birthday, mein Lieber. Kauf dir was Feines. Hast gar nichts zu meinen. Mehr kann ich da nicht lesen. Wie geht's denn weiter? Mal Lippe. Okay, kannst du mir das vielleicht mal schreiben? Ich kann leider gerade nicht mehr lesen. Zu deinem Ständchen gesagt. Ich hab doch Hallo gesagt. Aber nochmal danke für das Ständchen. Das ist so ein bisschen blöd. Das ist halt immer so wenig nur, was man sehen kann. Ich hab gedacht, der macht dann immer so eine Zwischenzeile. Aber vielen, vielen, vielen Dank, dass du es mir nochmal geschrieben hast. Oh, Mann. Aber Ständchen war schön. Nur die Engelstimme tat weh. Wo sind die hin? Die haben sich versteckt vor dir. Boah, das ist schon wieder so eine komische Ecke. Die Ecke kannte ich noch nicht. War das eben gerade schon da? So, Nikki's Leia und Mrs. Leia. Und Max? Gegen Soul Eater. Naja, Soul Eater ist ja auch ein Witz. So, und Max kriegt ein Trösterchen. Aber Locke, nochmal vielen, vielen Dank für deine 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Ah! Grad weh. Hallo, Arschloch! Tschüss, Arschloch! Hey! Befummeln ist verboten! Ups.
Wie, du bist so hässlich. Bist wieder da, sehr schön. Oh, habe dich lieb. Voll die Lüge, Max. Voll die Lüge. Ja, voll die Lüge, Max. Schäm dich. Kiste, 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 Kiste. Da, 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 da. Die hatten anscheinend sehr viel Spaß gehabt. Da, 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 da. Joseph! Toll. Das fällt dir jetzt erst auf, dass es da runter geht? Oh, Blutbad wieder für Tante. Wie schön. Kidman, wo bist du? Du wirst zu Diva? Eieieiei. Habe ich leider nicht hier. Ich kann Ihnen nur einen KitKat anbieten. Warum bin ich so blutig, so blutig, so blutig? Aha, Max hat Snickers. Voll der Schleimscheißer. Oh, ich hoffe, er stirbt jetzt. Also ich meine jetzt den Joseph, ne? Irgendwie sehen die gleich aus, ne? Da haben sich die Entwickler ja nicht gerade viel Mühe gegeben bei dem Punkt. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Kommt drauf an, was du für einen Hunger hast. Ich will da nicht runterspringen. Kann ich da nicht irgendwie an der Seite lang? Halt durch! Okay. Da, 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 da. Oh, fuck. Ja, klar! Sag mal, ich weiß, dass mein Blut gut schmeckt, aber das gehört dir nicht. Oh, voll in die Eier geschossen. Oh, fuck. Renn, Arschloch. Ups. Alter, der zielt gar nicht richtig, ne? What the hell? Alles okay, oh, Suppe. Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Kein Mittag, das letzte irgendwann gegen 12 Uhr gegessen. Ja, hab ich heute auch, und? Wo ist sie denn? Ach, da. Ja, das ist definitiv wieder ein Arsch für Niki. Womit heile ich den eigentlich? Wenn du nicht gekommen wärst. Schickes Puppelchen. Also typisch Niki. Bin ich hier irgendwo hoch? Warte mal, ein paar Mal einen Kreis drehen und dann ist irgendwas da, ne? Nein. Kann ich hier durch? Nein. Joseph, verpiss dich da mal. Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian,
Vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Ende? Weiter jetzt. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Komm ich jetzt hier durch? Gehen wir. Ja, dann geh doch. Ey, macht's mir jetzt nicht so schwer wie bei The Last of Us, ey. Dass sie mir andauernd davor läuft. Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Oh, nicht schon wieder sowas. Flutsch, flutsch. Oh nein, nicht die schon wieder. Noch eine dieser Türen. Dieses blöde Niesen, ey. Hatte man gestern einen Tag Ruhe vorm Niesen? Und jetzt schon wieder Niesen, ey. Das nervt. Schickes Papierchen, Glück. Ja, danke schön, Niki. Danke schön, Mrs. Slayer. Ich habe Nikis zukünftige Frau gefunden. Ist sie nicht schön? Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellanos und Detective Myra Hansen würden sich über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr in The Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Nicht, Niki? Guck mal. Die ist doch genau richtig für dich. Gib dir nie wieder Worte. Hält immer die Klappe. Oh, apropos das. Kennt ihr diese neuen Baby Bell? Nee, nicht Baby Bell. Diese neuen Babys, wo du diese Flasche reinschieben kannst in den Mund, um sie zu füttern? Die haben die ganze Zeit so einen geschlossenen Mund und einen Kreis als Öffnung. Das ist doch voll pervers. Das als neues Spielzeug für Kinder. Wow. Sebastian? Haben Sie etwas vergessen? Ich? Ja, mein Verstand. Schlimm? Nein, gut. Und es gibt schon wieder eine neue Zeitung. Okay. Gemeindemitglied gefunden. In Nervenklinik gefunden. Unfassbare Anschuldigung. Gemeindemitglied Fernando Cabrera war 8 Jahre lang verschollen und wurde jetzt in der Bacon Nervenklinik gefunden. Er behauptet, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen. Okay. Es war ein Sockenanbeter. Grüß euch. So, Fernando, vermisst Fernando Cabrera, ein Psychiatriepatient, der aus der Bacon-Nervenklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Nackenmassage, Rückenmassage, Fußmassage. Das stelle ich mir unter dauerhafter Betreuung vor. Guck mal, ich kann sogar nochmal Schrotzenmuni mitnehmen. Sehr schön. Kann ich die gleiche Tür nochmal aufschließen? Nee, scheiße. Eine Spritze. 2 Stück. Really? Alles klar, Locke. Slayer will mich schon wieder beklauen. Wieder beklauen. Wieder beklauen. La 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 la. Okay, Zeit im Auge behalten. Einmal wieder Hirn durchschießen lassen. Max! Du kleiner, schlimmer Bursche, du. Ich sehe das, was du da machst. So, Lebensanzeige, Spritzenwirkung. Nein, Betsy wäre schöner, Betsy wäre schöner.
Achso, die Fächer sind random gefüllt. Okay. Hm, hätte ja sein können, dass da jetzt irgendwie, ne? Also ich bin Stufe 2. 2,30 Sekunden, ey. Das ist schon heftig. Kritische Treffer ist schon besser. Schadensmultiplikator erhöht Feuerkraft. Machen wir. Betsy muss kräftiger werden. Hundekeks 99,5. Ah, Niki, ey. So, Niki kriegt noch ein Trösterchen. So. Aber bevor wir da jetzt reingehen, mache ich noch mal ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.